Komm, lass uns Steine brechen statt des Brots und mit Zement unsere Sehnsucht verschalen, du. Die Götter sind alt und die Feuchtigkeit der Dome drängt ihren Groll gegen uns. Steine sind gleichgültig. Es lassen sich Träume aus ihnen meißeln oder ein Grabmal dafür. Der Lyriker Ernst S. Steffen wurde am 15. Juni 1936 in Heilbronn geboren. Sein Leben beschreibt ein Strafurteil. Wie wollt ihr es denn haben? In die Fresse, ins Gewissen, ins Herzchen, in die Genitalien? Wollt ihr mich als Schurken, als Verzweifelten, als Psychopathen? Oder wollt ihr mich? Dann versucht nicht zu begreifen. Klammert euch an die Fakten, sie lassen euch alle Möglichkeiten, die sie mir nehmen. Wenn ich Gedichte mache, werden sie kriminell sein. Wenn ich einer Frau anbiete, ihren Koffer zu tragen, wird man mich wegen versuchten Diebstahls festnehmen. Wenn ich ein Kind streichle, wird man das Kind vor mir in Sicherheit bringen. Sage ich etwas Neues, etwas anderes als die anderen, ist es die Ausgeburt eines verbrecherischen Hirns. Wenn ich schreibe, wie ihr zu schreiben wagt, wird man es den Manierismus eines Ganoven nennen. Ich werde deshalb schreiben, wie ein Ganove schreibt. Und deinen Koffer nicht tragen, Mädchen. Und Kindern aus dem Wege gehen. Und so weiter. Beklagt euch nicht. Nach 17 Jahren fast ununterbrochener Heim- und Gefängniserfahrung kommt Ernst S. Steffen durch ein Gnadenersuchen, das auch Günter Krass unterschrieben hat, an Weihnachten 1967 in Freiheit. Im Gefängnis hatte er sich zum Lyriker entwickelt. Sein Gedichtband »Lebenslänglich auf Raten« erschien 1969 und wurde ein großer Erfolg. Am 11. Juli 1968 erschien ein Artikel über ihn von Rudi Fritz in der Heilbronner Stimme. Heilbronner wurde im Zuchthaus zum Lyriker, stand in der Überschrift. Ein Gedicht, das dort zitiert wurde, heißt »Ich bin noch da«. Ich bin noch da. Manchmal ertappe ich mich, dass ich noch da bin. Manchmal ganze Sekunden lang. Ich vermute, ich bin nur provisorisch gemeint. Irgendwann wird man mich zu Ende denken. Und dann bekomme ich diese Jahre zurück. Eine Rosinante nannte er sein Schreiben in seinem Buch Rattenjagd, auf der zu reiten mir ein wenig hilft und auf der ich Windmühlen als Windmühlen erkennen kann. Rattenjagd erzählt vom Alltag in deutschen Vollzugsanstalten, Zuchthäusern, wie sie damals genannt wurden. Steine sind gut. Auch Sisyphus fluchte nicht dem Stein und keiner der Gesteinigten. Steine sind gut. Lass sie uns häufen zu einem Versteck. Rundum, wie in einem Zirkus. Ich, dein Clown meiner Kinderträume, meine Narrenschellen an deiner Kehle, dein Feuerschlucker, alle deine Feuer verzehrend, dein Reiter, an deiner Zärtlichkeit voltigierend, komm. In einen Kasten will ich dich legen, letzten Vergessens, und mit meinen Tränen zersägen und die Unendlichkeit aus dir zaubern und sie mit dir teilen. Er starb am 10. Dezember 1970 an den Folgen eines Verkehrsunfalls, 3 Jahre nach seiner letzten Entlassung aus der Haft und schlechter seelischer Verfassung.
Ein einziger Denkvorgang würde euch zeigen, dass Menschen, denen man die Selbstachtung nimmt, sich immer werden schlagen müssen. Seht doch endlich um eurer selbst willen, um eures Vorteils willen. Es ist sinnlos, was ihr macht.